Grüß dich aus dem Rötzer Zentrum, alle Jahre wieder, unser Eierlikörpunsch. Heute ist Eierlikörpunsch-Time. Ich werde mit Mujo dann Eierlikörpunsch machen, beziehungsweise wir haben ihn schon vorbereitet. Das ist immer ein bisschen Arbeit. Ein paar Fotos davon haben wir auf Instagram drinnen, wem es interessiert. Wir gehen aber jetzt rüber, ich zeige euch das. Also das sind die Flaschen, da füllen wir ihn ab. Wir schauen halt immer, dass er so frisch wie möglich ist. Wenn ihr im Rötzerzentrum seid, probiert es einmal. Schaut einmal, bestellt euch einmal einen Eierlikörpunsch, ist wirklich echt lecker. Ich habe den urgern, wirklich. Hat mit einem Orangenpunsch nichts zu tun. Das ist so ein bisschen ein Dessert, also ich habe ihn wirklich gern. Was ihr jetzt leider nicht habt, ist das, wie gut das riecht. Also das riecht schon extrem gut, also die ganze Eisküche riecht da. Das ist also ein bisschen zimtig, Muskat, wir haben da viele Dinge drinnen. Die Farbe ist von Kurkuma, mit dem Firma Design. Aber vielleicht gehen wir mal nach vorne und wir werden uns dann einen Eierlikörpunsch machen, so wie ihr im Rötzerzentrum bestellen könnt. Jetzt habe ich noch eine gute Idee für euch. Wenn ihr das nächste Mal in Stockerau spazieren geht, vielleicht in der Adventzeit, am Abend oder und ihr geht mit eurer Herzdame oder euren Romeo da durch Stockerau spazieren, sagt einfach, ich lade euch auf einen Eierlikörpunsch ein und setzt sich irgendwo im Rötzerzentrum, gibt eh so viele Ecken, da irgendwo in einer, so eine kleine Nischen und trinkt mit euch einen Romeo oder mit eurer Herzdame einen Eierlikörpunsch. Und spürt einmal die Leidenschaft, die ich habe, diese Dinge zu etwas Besonderem zu machen. Wenn ihr das gemeinsam trinkt und ihr schaut euch dann gegenüber dann in die Augen und ihr kostet das und ihr spürt das und ihr merkt, ich verspreche euch, ihr spürt all die Leidenschaft, die ich habe, diese Dinge zu etwas Besonderem zu machen. Und irgendwie strahlt auch das dann auf eure Beziehung oder auf genau diese Situation, wenn ihr mit euren Menschen, den ihr verehrt, gegenüber sitzt und das trinkt. Er empfindet das ja genauso. Er spürt ja auch diese Leidenschaft, die in diesen Produkten oder die, mit der diese Produkte erzeugt werden. Das spürt er und das strahlt dann auch auf euch ab. Probiert es das einmal aus diesem Gesichtspunkt. Diese Produkte, die wir da für euch machen, riskiert das einmal. Der Eierlikörpunsch im Rötzerzentrum, jetzt haben sie ihn da vor euch. Für mich etwas ganz was Besonderes, weil es ein Saisonartikel in unserer Firma ist. Der Faschingskrapfen oder das Vanillekipferl oder auch hier der Eierlikörpunsch. Alles, was wir saisonell erzeugen, ist immer so ein bisschen Abschnitt im Jahr. Also ich freue mich, wenn in der Bäckerei drüben das erste Vanillekipferl gemacht wird. Oder so jetzt da im Rötzerzentrum, wenn wir den ersten Eierlikörpunsch machen. Ich werde ihn jetzt mit euch gemeinsam da kosten. Wie gesagt, ich freue mich jedes Jahr. Das ist was ganz was Besonderes. Ich rühre das Schlagwasser immer rein, das macht ihn dann noch cremiger. Darum ist es wichtig, dass er extrem heiß ist. Also wenn ihr mal irgendwann einen bestößt und der ist nicht ganz heiß, bitte sagt es oder reklamiert es sofort, weil der gehört extrem heiß. Weil wenn ihr das Schlagwasser dann reinrührt, muss er ja trotzdem noch heiß sein. Genau. Genauso gut wie jedes Jahr oder vielleicht heuer sogar noch besser. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Hausmann Gerhard. Und der Rammel Herbert, die haben wir mal so ein bisschen herumphilosophiert über einen Eierlikörpunsch und ich habe dann einer geholfen, einen Eierlikörpunsch für einen Christkindlmarkt zu machen. Und da ist auch die Grundidee dessen, ich habe das dann immer weiter und weiter und weiter gemacht und habe dann das Rezept immer verändert und verfeinert und verbessert, so wie ich auch ständig meine Eisrezepte verbessere. Also da gibt es nicht irgendein Rezept, was 100.000 Jahre ist, obwohl mein Großvater. Mein Urgroßvater hat sogar schon Eis gemacht, oder meine Urgroßmutter eigentlich. Allerdings, ich verändere die Rezepte ständig und ich versuche ständig mich zu verbessern. Auch wie dieses Eierlikör-Rezept.
ist es sogar vom Vorjahr und vom Vorjahr, ich mache das auch schon 10 Jahre, immer wieder verändert habe, verbessert habe oder noch besser versucht zu machen und mir noch mehr Ideen, das, wie ich das noch cremiger und ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, wie cremig das ist, dieser Eierlikörpunsch. Es ist auch so, ich habe heuer um eine Spur mehr Muskatnuss reingeben, weil ich mir gedacht habe, dass er noch ein bisschen, das hat ihm wirklich gut getan. Also ehrlich, diese bisschen mehr Muskat als voriges Jahr. Ich schreibe mir das natürlich schon immer auf, was ich reingebe. Und das bisschen mehr Muskatnuss, das hat ihm jetzt ja noch irgendwie geschmacklich noch feiner gemacht. Also ich habe eigentlich hab ich nicht die Zimtnote erhöht, weil ich kann mich erinnern, vorher gesagt, habe ich mehr Zimt reingegeben. Heuer habe ich die Muskat, habe ich ein bisschen mehr in die Muskat reingegeben. Die Muskat ist ein bisschen, da muss man aufpassen, das kann das einmal gleich scharf auch machen, aber das ist er nicht. Also es ist nur würzig, aber ich werde es ja eh schmecken. Wenn es einem kostet, werdet ihr an mich denken und ihr werdet halt dann die Muskat irgendwie, dann spürt ihr es. Wenn es euch einer sagt und es kostet ihm dann, dann spürt ihr diesen Muskat. Wir geben da immer irgendeinen Lebkuchen dazu. Zum Ding, das heißt, nettes Beigabe. Und jetzt werde ich mich meinem Eierlikörpunsch da widmen und das 2022, das Jahr, das ist mein erster Eierlikörpunsch, den ich da jetzt zu mir nehme. Also der Eierlikörpunsch, es ist ein bisschen was anderes, jetzt sperre ich dann irgendwann demnächst die Punschstände auf. Ich liebe das zum Beispiel, also ich mag das schon, diese, was heute echte Punsch haben, ich mag das wirklich. Also was nicht nur irgendein so Zuckerwasser da aufkochen, sondern was wirklich am Punsch, was sie die Mühe machen, dass sie einen echten Punsch machen. Aber wenn ihr den Eierlikörpunsch im Holzerzentrum, wir machen sie wirklich auch Arbeit. Probiert das einmal, wenn euch einmal kalt ist und ihr geht zu Stockerau, probiert einmal den Eierlikörpunsch bei uns. Eierlikörpunsch ist was Besonderes. Ich liebe ihn. Also das ist echt super tolle Alternative und das war's wieder aus dem Rötzerzentrum.